total versagt in Amsterdam. Die Bilder und die bedrohlichen Pegelstände motivieren die Hilfskräfte im Norden, umso mehr den scheinbar aussichtslosen Kampf gegen die kommende Flutwelle zu meistern. Auch wenn der Scheitelpunkt erst am Wochenende erwartet wird, sind schon jetzt tausende Helfer im Wendland rund um die Uhr aktiv. Also wir füllen Sandsäcke, die dann irgendwann am Deich verbaut werden sollen. Ich komme von der Feuerwehr, habe heute schon mit Lase geholfen. Und wir wurden halt von der Feuerwehr geordert und fahren jetzt immer darum, halt, wo Hilfe gebraucht wird. Ich bin hergekommen, um die Sandsäcke zu füllen mit Sand, weil jeder Hand zählt. Wir sind hergekommen zu dritt heute. Ich bin freiwilliger Helfer. Aus den Medien hört man ja von überall, dass hier viele Leute gebraucht werden zum Sandsäcke abfüllen. Und nun bin ich nach der Arbeit hier noch mal ein paar Stunden hergekommen, um zu helfen. 7 Stunden Sandsäcke gefüllt, gebunden, auf Paletten gepackt. Wir sind heute das erste Mal hier von der Arbeit weg. Und Helfer werden gebraucht, jede Menge. Kreisfeuerwehrbereitschaften aus ganz Niedersachsen und weitere Unterstützungskräfte des THW und der Bundeswehr sind vor Ort. Längere Deichabschnitte sind einfach noch zu niedrig. Der beschauliche Elbort Hitzacker droht trotz teurer Schutzvorrichtungen regelrecht von hinten aus überflutet zu werden. Auf einer unvorstellbaren Länge von 35 Kilometern muss der Wall nach letzten Angaben um fast 1 Meter erhöht werden. Das Hochwasser lässt alle zusammenschweißen und alle hoffen, dass die großartige Arbeit sich auch lohnt und großer Schaden abgewendet werden kann.